Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Wir sind immer noch in Vesima, wie könnte es auch anders sein? Kann ich in dieses Haus rein? Oh ja, vielleicht ist dort irgendwer, mit dem ich reden kann. Alte Frau? Stadtbewohnerin? Schränkchen! Ich mag Schränkchen. Danke. Kriegt da sowieso keiner mit. Wie lange denn noch? Oh, Moment. Das Brot geben wir gleich dem Gärtner. Nein. Vielen Dank. Damit wir wenigstens das schon mal abgeschlossen haben. Zwerg. Oh, oh, oh. Was war das denn? Oh, oh, oh. Habe ich irgendwas Falsches gemacht? Seht nur, wie sie wachsen. Fürchtet ihr die Pest nicht? Mein Garten spendet Freude. Wenn Melitele beschließt, dass meine Zeit gekommen ist, werde Göttin. Ich glücklich gehen. Melitele. Okay. Erzählt mir von eurem Leben als Söldner. Bringt mir einen Happen zu essen. Ja, ja, ja. Ich bring dir dieses Brot. Köstlich. Erstaunlich, wie ehrbare Arbeit den Appetit anregt. Hab Dank, Hexer. Gern geschehen. Ihr wolltet sagen... Im Krieg habe ich als Söldner unter der Holden Hildgund persönlich... Hildgund? Gesehen. Ihr habt sicher gehört, was für eine Kriegerin sie war. Was für eine Ganz Frau. Ehrlich, nein. Starke Frau. Sie sind das Beste auf der Welt. Wohl wahr. Wir konnten es mit jedem aufnehmen. Ich habe als Mitglied des Söldnerkorps der Holden Hildgund die halbe Welt gesehen. Wir waren sogar in Serikanien. Das liegt weit weg, das kann ist ich sagen. Sehr weit weg. Ja. Es war die Hölle. Heiß wie in einem Ofen und feucht wie in einem Dampfbad. Wir haben die Eingeborenen massakriert, während Serikanien uns massakriert hat. Dort gibt es Fliegen, die einem nachts in die Nase kriechen und ihre Eier ablegen. Das ist nicht gesund. Dann fressen sie einem das Gehirn auf und kriechen aus den Augen raus, wenn sie zu Fliegen herangewachsen sind. Abscheulich. So sind viele von uns gestorben. Ganz zu schweigen von Krankheiten, giftigen Spinnen. Und vielen anderen Drangsalen, deren Namen ich noch nicht mal kenne. Das ist schlimm. Ich sah sogar ein gestreiftes Pferd. Nach fast 8 Monaten Kampf im Dschungel mussten wir den Rückzug antreten. Man kann keinen Krieg gewinnen, wenn man den Feind nicht findet. Stimmt. Es war die einzige Niederlage, die die Holde Hildgund je einstecken musste. Die arme Hildgund. Interessante Geschichte. Danke. Seht nur, wie sie wachsen. Das sagtest du schon mal. Können wir von dir was kaufen? Rosen. Brauche ich nicht. Wunderschön. Ich glaube, er meinte nicht mich, sondern die Pflanzen. Was ist das? Noch eine Tür. Kann ich ja später mal reingucken. Hier gibt es auch noch ein Viertel, wo es nur Anderlinge gibt, also Zwerge und Völker bewohnen dieses Gebiet. Zwergen, Handwerker und Elfenkünstler. Genau. Was ist das für einer? Zwerg. Hier gibt es einen Schmied. Mit dem können wir auch noch mal reden. Händler! Seid gegrüßt, Herr. Hallo. Seid ihr der Lehrling des Schmieds? Oh ja, ich führe das Geschäft und halt Ordnung. Was wollt ihr haben? Zeigt mir eure Ich will nur Waren. Deine Waren sehen. Ich kann nicht. Ich habe keine Empfehlung und wir bedienen nur unseresgleichen und Freunde. Na toll. Adieu. So ein Arschkeks. Was soll dieses feindselige Verhalten? Okay. Eigentlich bekommen die auch keinen gutes Verhalten von den anderen Mitbürgern zu... Wer ist das? Thaler! Hey! Ich bin Hehler. Ich kaufe und verkaufe. Womit handelt ihr denn so? Mit allem, was sich lohnt. Aha. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Ich will wissen, wo du das Hexerschwert her hast. Die Wachen haben ein Hexerschwert bei euch gefunden. Erstens heißt das die schwanzlutschenden Wachen. Zweitens, was geht euch das an? Ein anderer Hexer, Berengar, hat euch aufgesucht. Ui. Es war nicht sein verdammtes Fleischermesser. Woher wisst ihr das?
Ich hab den anderen Plunder eures Freundes noch. Das Schwert habe ich woanders her. Anderen Plunder? Genau, das bedeutet alles, nur kein Schwert, klar? So wie seine vollgepissten Unterhosen zum Beispiel. Du nimmst kein Blatt vor den Mund, ey. Also, woher habt ihr das Schwert? Das springt für mich raus. Ich steche euch nicht ab. Wie nett. Faires Angebot. Ich habe seinem Mann in der Taverne zum haarigen Bären abgekauft. Boxfleisch. Wärt ihr bitte so höflich, Coleman ihn zu beschreiben? Nicht nötig. Er ist der berühmteste Würfelspieler hier. Ein echter Magier. Hä? Wie kommt ihr an Berengars Eigentum? Ihr lasst nicht locker, hä? Von einem Zwischenhändler. Und wen? Wo finde ich ihn? Im haarigen Bären. Ich glaube kaum, dass er mit euch reden wird. Ist mir völlig egal. Der Mann heißt Coleman. Ah! Coleman! Okay. Habt ihr von den Salamandra gehört? Pisse, gurgelnde Reptilien habe ich schon gehört, aber ich habe keinen blassen Schimmer, was die wollen. Amphibien. Was? Salamander sind Amphibien. In welcher Beziehung? Gerald, der Klugscheißer. Ich habe keine Ahnung. Macht ihr Geschäfte mit den Salamandra? Seid ihr von eurem verfickten Pferd gefallen? Wie kommt ihr Hallo, an Rengars Besitz? Was ist denn mit dem Kerl Scheiße, los? Ich bin Hehler. Soll ich euch das mal aufmalen? Glaubt ihr, ich frag jeden Dieb, wen er für seine Waren flachgelegt hat? Lasst mich euch mal ein Bild malen. Eine gewisse Organisation, nämlich die Salamandra, hat was gegen Hexer. Ein Hexer, nämlich Berengar, verschwindet. Und alles, was er besaß, landet in den Händen eines Hehlers. Und wer ist dieser Hehler? Ihr. Kommt da was in eurem kleinen Kopf an? Ich scheiß auf Bilder. Der Name Berengar sagt mir rein gar nichts. Meine Lieferanten wissen vielleicht mehr. Außerdem würde ich in diesem Geschäft nicht lange überleben, wenn ich heiße Ware verkaufte, bei deren Beschaffung ich die Hand im Spiel hatte. Auch wieder wahr. Klingt glaubwürdig. Ihr habt Beziehungen zur Wache. Das könnte für Azar wertvoll sein. Verdammt gefährliche Zeiten. Ich muss vor den Salamandra beschützt werden. Daher mache ich mit den Wachen Geschäfte. Sagt ihr. Ich bezahle Vinzenz Dorftrotteln ein paar Münzen und die sorgen für meine Sicherheit. Mir reicht's jetzt. Auf Wiedersehen. Tschüss, du Penner. Klingt glaubwürdig. Irgendwie. Ohne Beweis keine Schuldzuweisung. Nehmen wir also vorerst an, dass ihr es nicht seid. Ich brauche echt mehr Beweise. Also. Ein echter Meisterspion. Bei den Eiern meines Köters, ihr seid ein analytisches Genie. Danke. Wenn ihr etwas rausfindet und mehr Informationen braucht, kommt rüber. Dann reden wir. Okay, zwei von den drei Verdächtigen, die ich bis jetzt habe, wollen es also nicht gewesen sein. Vivaldis Haus. Fragen wir mal Vivaldi. Vielleicht haben wir für ihn ja... Das sieht ja sehr karg aus hier, muss man ja schon sagen, dafür, dass er eine Bank hat. Was wollt ihr? Seid gegrüßt, Zwerg. Rassenvorurteile. Und das gleich beim ersten Spruch. Beruhig dich doch. Wie soll ich euch denn nennen? Pah, ihr seid wie alle anderen, wie die ganze verdammte Stadt. Wie Sima. Die Menschen kriegen alles, wir kriegen nix. Ich bin weder Bewohner Visimas, noch bin ich ein Mensch. Was seid ihr dann? Ein Hexer. Ein Mutant. In dem Fall tut es mir leid. Ich bin Golan Vivaldi. Mein Vetter, Wimme Vivaldi, begegnete einst einem Hexer, anscheinend einem Schuldeneintreiber. Aha. Ich bin Geralt und kein Schuldeneintreiber. Was führt euch hierher? Eine Schuld. Ich suche nach dem Anführer einer gewissen Organisation. Ihr habt mich im Verdacht, weil ich ein Zwerg bin? Nein. Ich habe mehrere Verdächtige, nicht nur Zwerge. Was wollt ihr? Ich behalte euch im Auge. Kommt wieder, wenn ihr wisst, wovon ihr redet. Ich würde gern über die Salamandra reden. Jetzt weicht er aus. Warum? Ah. Das Geld für die Kaution des Professors stammt aus eurer Bank.
Mit diesen Verleumdungen kränkt ihr mich sehr. Aber... Generationen von Vivaldis haben diese Bank aufgebaut. Und ihr behauptet, dass unser Geld Verbrechern zugutekommt? Raus! Glauben wir ihm einfach mal. Ich glaube euch. Nur ein Haufen von Verdächtigungen. Für den Moment muss ich von eurer Unschuld ausgehen. Ihr habt rassistische Vorurteile überwunden und die Wahrheit erkannt. Ja. Sagt mir Bescheid, wenn ihr den wahren Übeltäter entlarvt habt. Mich interessiert brennend, wer es ist. Ah, der wird's auch nicht gewesen sein. Mann. Bis zum nächsten Mal.